Ich bin Thomas Dehler und ich hatte in den letzten Wochen das große Vergnügen, die Forsyth-Saga von John Galsworthy einzulesen. Das Besondere an dem Epos ist sicherlich erstmal der Umfang, also der weite Bogen, den dieses Buch in eigentlich drei Büchern oder drei Romanen spannt. Drei Generationen und sogar die vierte werden vorgestellt und man hat die Möglichkeit, in diesen Kosmos sich reinzulesen oder demnächst vielleicht auch reinzuhören. Ja, das ist auf jeden Fall ein Buch, das man nicht prima vista lesen kann, sondern das will gut vorbereitet sein, weil es oft aus längeren Schachtelsätzen besteht, die immer wieder so ironische Punkte inne haben, die man entdecken und auffangen muss. Also das muss man gut vorbereiten. Im Grunde so lange, wie man liest, oder man braucht die gleiche Vorbereitungszeit vor der Studiozeit, also ungefähr gleich. Ein längeres Vorbereiten als auf andere Literatur. Besonders beeindruckt an diesem Buch haben mich im Grunde viele Figuren, also besonders viel Spaß gemacht hat mir die Erarbeitung der Gestaltung der verschiedenen Charaktere der alten Generation der Forsyths. Das betrifft die Männer wie die Frauen. Und besonders viel Vergnügen hatte ich an der Figur des James, des alten James Forsyth. Spannend für mich war zu gucken, da das Buch ja über so eine lange Zeitspanne geht, wie sein Sohn Soames Forsyth so langsam in die Diktion des Vaters reinrutscht. Also da zu gucken, ob man das hinkriegt, dass der Vater irgendwann im Sohn wiederzuerkennen ist, beziehungsweise der Sohn sich in Richtung Vater entwickelt. Also eigentlich zwei Figuren, die mir besonders viel Spaß gemacht haben.